Aufenthaltsort liegt vor uns. Das wird eine ziemliche Achterbahnfahrt. Wir fliegen doch nicht in dieses Gewühl. Bei den Göttern, habt euch nicht so Angst vor ein bisschen Wetter? Auf die Beine. Wir haben überlebt. Irgendwie. Und damit herzlich willkommen nach, ja, schon wieder relativ langer Zeit zurück zu einer neuen Folge von Guild Wars 2. Mit unserer lieben Nekromantin, der guten Sarah Senior, sind wir wieder da. Und wir haben die Videosequenz nochmal gesehen, die wir schon in der letzten Folge gesehen haben. Jetzt nochmal, weil wir noch keine Wegmarke freigeschaltet haben in dem Gebiet und dadurch wird uns diese Szene jedes Mal gezeigt. Vielleicht aber auch, weil wir die Episode hier mit Almora noch gar nicht weiter, fortgesetzt haben. So, ja, da bin ich wieder. Lange Zeit hat es gedauert und jetzt hoffentlich wieder regelmäßig. Drückt mir die Daumen. Neues Mikrofon ist auf alle Fälle unterwegs, denn auch die Tatsache, dass ich ein bisschen Soundprobleme immer wieder habe, dass es immer etwas schwierig ist, das alles anschließend abzumischen. Ich die eine Folge mal leiser und dann mal wieder lauter bin, das geht mir alles ein bisschen auf die Nerven und das Problem ist hoffentlich bald beseitigt. So, also wie gesagt, wir sind wieder zurück. Eine neue Folge Guild Wars 2. Und ja, das letzte Kapitel der Living World Season, die aktuell läuft. In unserem Vorwärtsantrieb. Oh, warte. Was war das? Ich glaube, genau kann ich es auch nicht sagen. Aber ich glaube, da ist gerade ein Blutstein explodiert. Ein Blutstein? Wieso sind wir dann noch am Leben? Gute Frage. Aber andere hatten vielleicht nicht so viel Glück. Ich gehe runter und suche nach Überlebenden. Versuche mir zusammenzureimen, was passiert ist und warum sich die Explosion umgekehrt hat. Seid auf der Hut und lasst mich wissen, was ihr herausfindet. Wir versuchen, diesen Vogel wieder in die Luft zu bringen. Kanach sollte mich hier treffen. Ich hoffe, er und seine Leute waren außer Reichweite. Okay. Damit haben wir jetzt wenigstens, sind wir auch wieder auf den Laufenden, was eben eigentlich passiert ist und wo wir heute weiterspielen. Denn tatsächlich, glaube ich, wäre es ein bisschen blöd gewesen, wenn ich jetzt hier einfach an der Stelle die Folge hätte starten müssen, weil dann hätten wir die Szene nicht nochmal gesehen. Und es ist ja doch schon eine schöne Weile her. So, was wollte ich sagen? Genau. Wir haben ein neues Mikrofon bestellt, damit wir hoffentlich die Tonprobleme allmählich in den Griff bekommen. Es ist 4.59 Uhr, ich konnte nicht schlafen. Ich wollte eigentlich heute eh zwei Folgen aufnehmen, beziehungsweise eigentlich gestern. Hab dann aber irgendwie über 7 Stunden gestreamt, 7,5 Stunden, das neue legendäre Schwert hergestellt. Und ja, die letzte Episode der aktuellen Living World Staffel ist veröffentlicht. Wir können jetzt alle schön am Stück durchspielen und wenn wir hier durch sind, dann ist wahrscheinlich schon sogar schon die Expansion draußen, denn am 1. August wird die neue Expansion nicht veröffentlicht, aber angekündigt. Also sprich, wir werden dort wahrscheinlich mehr Informationen erwarten, was wir denn mit der neuen Expansion erwarten können. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, genau. Okay, ich glaube auch, dass wir demnächst mal gucken, ob wir die liebe Sandra Xenia nicht eventuell umstylen, aber da haben wir noch Zeit, da muss ich vor allem das hier unten dann auch wieder überarbeiten und so weiter, da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Okay, wir sind also angekommen im Blutsteinsumpf und wir sind aktuell, oh Gott, mein Stuhl knarzt, Entschuldigung vielmals, ist Hochprofessor, die YouTuber am Werk. Wir sind aktuell in der Episode Blut und Stein, erkundet die Überreste des Blutsteinsumpfs und fangt an, nach der Ursache für die Zerstörung des Blutsteins zu suchen. Punkt 1 haben wir abgehakt. Sprecht mit General Seelenhüter. Jetzt haben wir verschiedene Punkte. Und zwar erkundet die schwebende Zitadelle und begebt euch zu der Arena
auf der Spitze des Turms. Dann haben wir untersucht den großen Blutsteinbrocken unter der Zitadelle, sucht die Oberfläche nach Überlebenden ab und durchsucht die nahe Höhle nach Überlebenden. Und wir haben hier auch schon auf der Karte, sehen wir auch schon, da haben wir einige Punkte, die wir jetzt hier abarbeiten können. Hier sehen wir sie auch nochmal. Und da müssen wir jetzt überall hin, um eben, ja, das Ganze hier auf der Karte zu finden. Da kann man auch ungefähr erkennen, hier ist das Stufe 80 Symbol, also kann man ungefähr abahnen. Vor allem hier haben wir auch so ein bisschen Schatten und das Level ist ja auch immer in der Mitte. Also kann man ungefähr erahnen, dass das die Karte ist, die wir jetzt hier zu erkunden haben. Und alleine da die Tatsache, dass hier so eine leichte, ja, man sieht das hier halt so leicht, ne? Dadurch kann man halt auch ungefähr an. Aber wie gesagt, die Zahl zeigt dir halt auch ungefähr an, wie groß muss denn das Gebiet sein. Okay, dann gleiten wir doch einfach mal los und gehen mal zu dem, was am nächsten ist, ne? Das ist doch hier. War ich noch nie. Okay, das befindet sich wahrscheinlich unten, okay. Also werden wir mal nach unten gleiten. Ich glaube aber, ich werde ihr auch wieder den anderen Gleiter geben. Weil sie hat die schwarzen Flügel. Und da finde ich, sollten wir ihr auch... Oh. Oh nein, ich stürze ab. Ich stürze ab. Ja, da war ein Portal in der Luft. Hier, und da bin ich durch und das war nicht so gut. Okay. Weil das passt dann einfach besser. Da können wir mal gucken. Hier haben wir Dschungelpflanzen. Hier haben wir Blutsteinkristalle. Bauen wir doch gleich nochmal ab, wenn wir schon hier sind, oder? Wir kriegen kein Blutsteinkristall raus. Wunderbar. Aber hier irgendwo müssen wir hin. Ah, da ist es. Angehörige des Pakts. Blut. Blutsteine. Ich schlitze euch die Kehle auf. Ja. Kommandeur? Kommandeur, lebt ihr noch? Wir wurden von Blutsteinmagie. Ah, das ist im Schleier leiser. Mögen sie in Frieden ruhen. Okay, Taimi hat ganz kurz was gesagt. Die hat nur gefragt, ob wir noch leben. Erhebe dich von den Toten, Schönheit. Okay, das heißt, es geht jetzt weiter dahin. Das, glaube ich, ist auch auf der gleichen Ebene. Gut. Also Taimi hat nur kurz gefragt, ob wir noch leben, aber dann war erstmal nichts mehr. Okay, hier will uns auf alle Fälle definitiv alles töten. Ich bin schnell wieder weg. Merke ich schon. Irgendwo da, irgendwo in die Richtung. Ah, da sehen wir es auch schon durch die Wand, durch da vorne. Das hat Sternchen. Konfu kriegen wir, Blindheit kriegen wir. Das ist ja alles Weiß sehr angenehm Mantel. Hier, oder? Aber sie sind anders. Die Magie gehört mir. Ja, schön. Was, Timmy? Was redest du? Okay, das haben wir wohl auch entdeckt. Oberfläche nach Überlebenden. Nahe der Höhle nach Überlebenden, okay. Jetzt muss irgendwas über uns sein. Hier ist ein Justiziar, ein Champion. Ich glaube nicht, dass wir mit dem was machen möchten. Ich glaube, dann sollten wir versuchen, Outfight zu kommen, was mit einem uns hinterher dackelnden Blutunhold ein bisschen doof ist. Weil der ja jetzt die ganze Zeit die Viecher antriggern wird. Kommen wir Outfight? Ja, kommen wir. Oh, nee. Oh, was ist denn jetzt? Hängt meine Steuerungstaste wieder? Oder buggt nur die Map wieder? Ah, das habe ich schon öfter gehabt. Das habe ich tatsächlich schon mal gehabt, dass die Map gebuggt hat. Meine Steuerungstaste hängt nicht fest. Das wäre... So. Jetzt geht sie wieder. Ah, das habe ich leider schon mal gehabt. Okay, dann würde ich ja sagen, fliegen wir jetzt mal darüber, oder? Weil da heißt es ja Arena auf der Spitze des Turms. Ich könnte mir vorstellen, dass das da drüben ist. Dürfte es sich auch ungefähr ausgehen von den Punkten her. Und da ist auch eine Wegmarke. Fliegen wir mal darüber. Das ist auch ein Event in der Nähe. Gibt immer wieder Events hier, ne? Ich glaube, durch das Portal will ich nicht nochmal. Das habe ich ja gerade schon mal fast bereut. Tatsächlich, da müssen wir rein. Und da ist halt auch noch was. Den Blutsteinbrocken unter der Zitadelle untersuchen, okay. Aber warte mal, da wäre es reingegangen, ne? Komme ich da nochmal rauf? Ja, mein Blutunhold, dem geht's gut. Der backt sich da einfach durch. Komme schon! Diese Geister scheinen aus dem Blutstein freigekommen zu sein. Die Explosion. Vor dem
an euch hängen und... Ja, Timmy, alles gut mit dir? Wie lange waren sie wohl eingesperrt? Oh, das tut weh. Ich habe gehört, dass Menschen einander auf Blutsteinen opferten. Was für geistige Narben müssen sie davon getragen? Boah. Es ist schon tough. So Full Bersi machen die Viecher hier nicht gerade wenig Schaden. Okay, aber wir haben das auf alle Fälle schon. Jetzt schauen wir mal, dass wir die Wegmarke bekommen. Oh, nicht da rein. Schauen wir mal, dass wir die Wegmarke bekommen. Ah, warte, ja genau. Auf der Karte kann man im Übrigen auch diese 5 Spells hier freischalten. Die habe ich jetzt noch gar nicht benutzt. Dem Fünfer kann man nach vorne dashen. Und je länger man den Fünfer gedrückt hält, umso länger dasht man. Natürlich hat das eine Maximalzeit. Warte, wo ist die Wegmarke? Da unten, oder? Ja. Das würde man freischalten, wenn man das erste Mal überhaupt hier in dem Gebiet ist. Dann kann man sich das erarbeiten und muss sich das dann beim Händler kaufen. Aber das habe ich natürlich schon, weil natürlich war ich schon auf der Karte mit meinen anderen Charakteren. Aber jetzt erkunden wir das alles zusammen und in aller Ruhe. Und da ist das nächste. Das sind sehr interessante Schriftzeichen. Die schauen sehr, 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 sehr interessant aus. So. Okay. Ein großer Brocken Blutstein. Noch intakt. Und diese widerlichen Dinger. Dieser Blutstein muss größer gewesen sein, als man sich vorstellen kann. Warum könnte er explodiert sein? Wisst ihr... Ziemlich tödlich. Okay. Alles okay bei dir? Sucht nach weiteren Überlebenden. Das ist irgendwo hier. Ich denke, wir porten mal nochmal. Auch wenn das Gebiet sehr, sehr schön ist, dann wäre es eigentlich doof, wenn wir jetzt nochmal porten, ne? Also wir werden jetzt einfach... Mal gucken, ob wir in die Leylinie noch reinkommen. Ja, kommen wir. Okay, das treibt uns sehr, sehr schön hoch. Treibt uns das denn genau hin? Okay, da läuft es ins Leere. Die Map sieht schon ziemlich nice aus. Das muss man jetzt schon mal so sagen. Sieht schon ziemlich geil aus. Das sieht sehr interessant aus, dass sie hier, wo die Map abgegrenzt ist, so quasi so eine Art Energiefeld haben. Ich habe mich erinnert, dass ein Entwickler mal gesagt hat, dass diese Portale, die sich hier befinden, die da immer wieder aufploppen, sehr verschiedene Effekte haben. Also wir haben ja einmal haben wir ziemlich viel Schaden bekommen, wir haben beinahe abgestürzt. Scheint ja sehr viele verschiedene Effekte zu haben. Dass das halt einfach zeigen soll, wie krass das hier alles eigentlich zerstört wurde und was für krasse Effekte das hatte, dass der Blutstein hier explodiert ist. Und ich glaube, man sollte öfter mal das HUD ausschalten in dem Game. Und vor allem, ich sollte vielleicht irgendwann mir mal angewöhnen, zumindest im Let's Play, die Grafik auf ganz hoch zu stellen, weil es dann doch nochmal schöner wird. Aber weil wir halt so einfach, wenn wir das HUD ausschalten, halt einfach noch mehr von der Schönheit des Games sehen. Das sollte man echt öfter machen. Es wäre schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass bestimmte Sachen ausgeschaltet sind im HUD. Wenn man outfight ist. Das wäre zum Beispiel auch mal eine schöne Möglichkeit. Ich glaube, hier ist es auch, wo wir hin müssen. Von der Karte her. Ah, das ist schon... Ohne HUD rumzufliegen ist halt... Das ist halt schon... Ziemlich nice. Okay, tatsächlich, ich bin richtig dran. Okay. Sprecht mit Truppführer Bennett, um eure Nachforschungen fortzusetzen. Das ist Bennett. Und hier haben wir noch einen Abteihistoriker. Ich konnte nichts für sie tun. Die Explosion hat ihr Innerstes verrotten lassen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Alle Versuche, den Schaden rückgängig zu machen, waren zwecklos. Nichts hat geholfen? Nicht mal ein bisschen? Nichts. Sie sind dahin, Kommandeur. Bloße Hüllen ihres frühen Selbst, getrieben von einem unstillbaren Hunger nach mehr Macht. So weh es tut, das zu sagen. Ich fürchte, das Einzige, was sie tun kann, ist, sie zu töten. Was man für sie tun kann. Sie waren in meinem Kopf, haben meine eigenen Ängste gegen mich gewendet. Ihr müsst euch beruhigen und ausruhen. Ich rede eigentlich gerade mit ihr, aber gut. Augen zu schließen. Ich sehe sie immer noch in meinem Kopf. Sie sind in mir drin. Wurde Morika von der Explosion getroffen? Sie scheint nicht so aufgebracht zu sein wie die anderen.
Nein, sie war aus der Reichweite der Explosion bei uns. Was sie getroffen hat, war anders. Sie ist immer noch sie selbst, aber sie leidet schrecklich. Sie hat sogar um Heilmittel gebeten. Ich hoffe, ihr könnt ihr helfen. Danke für die Information. Wer ist Morika? Jedenfalls niemand, der hier in der Nähe steht. Okay, Truppführer Bennett. Ich habe noch nie eine Explosion so in sich zusammenfallen sehen. Die Magie war wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Und dann schoss sie plötzlich in den Boden. Glaubt ihr, das war ein Drache? Ich bin noch nicht sicher. Ich bin hier, um es herauszufinden. Ich will in diesen Krater steigen und herausfinden, warum sich die Explosion umkehrte und was aus der Magie wurde. Leichter gesagt als getan. In dem Gebiet wimmelt es vom weißen Mantel. Wir haben eine Patrouille reingeschickt. Aber nur eine Soldatin kam durch. Und ihr geht es nicht gut. Was fehlt dir denn? Sie wurde von Magie getroffen. Anders als alles, was wir kennen. Äußerlich sieht sie gesund aus. Aber innerlich ist sie völlig verdreht. Sie kann sich kaum bewegen. Seit ihrer Rückkehr fantasiert sie ständig von schwebenden lila Steinmonstern. Steinerne Kreaturen? Das kommt mir bekannt vor vom weißen Mantel. Könnt ihr mal in der Abtei nachfragen, was sie darüber wissen? Aber ja, Kommandeur. Habt ihr Kanach gesehen? Wen? Er ist ein Silvari. Hart, aber höflich. Von mittlerer Statur. Ein bisschen schrullig. Kann ich nicht behaupten. Kelf habe ich allerdings gesehen. Galoppierte hier durch wie ein Zentaur mit Feuer unterm Hintern. Sie hätte um keinen Preis angehalten. Sauste einfach durch das Kriegsgebiet und schwupps war sie weg. Danke, ich lasse den General wissen, dass ihr hier unten seid. Sind jetzt schon wieder 16 Minuten vorbei? Wow. Teilt General Seelenhüter mit, was ihr herausgefunden habt. Okay, das könnten wir jetzt natürlich kleiner machen. Wir können auch hier nochmal mit der reden. Aber ich würde eigentlich gerne noch kurz was anderes mit euch bereden. Und zwar, ihr wisst ja, dass ich sehr gerne und sehr oft Raids laufe. Ich habe mittlerweile über 500 LIs angesammelt. Das heißt, ich habe die Bosse alle schon sehr, sehr oft gesehen. Diese Bosse haben alle, es sind ja insgesamt 4 Raidflügel mittlerweile. Die Raidflügel haben alle Stories. Und die sind Stories, die auch mit der Living World Staffel so ein bisschen miteinander verschwimmen. Jetzt muss ich gestehen, dass ich beim ersten Flügel nicht so ganz einen Zusammenhang sehe mit der Story. Beim zweiten auch nicht so ganz. Aber der dritte verschwimmt schon relativ schön hier mit der Story. Und deswegen bin ich halt am Überlegen, ob ich mir nicht mal die Zeit nehme, wenn ich die Raids laufe, die Aufnahme laufen zu lassen, um dann die ganzen Gesprächsfetzen, die während des Raids laufen, weil ja auch während der Bosskämpfe selbst ja auch Gespräche laufen, um die alle zusammenzuschneiden. Weil gerade der dritte Flügel mit Xera und so weiter sind halt auch Informationen über den weißen Mantel dabei. Und ich habe zwar die Episoden ja gespielt und ich habe ja viel geskippt, damit ich das meiste halt wirklich erst richtig erlebe, wenn ich es mit euch im Let's Play mache. Das sage ich euch ja auch immer wieder. Dadurch weiß ich ja trotzdem ein, zwei Dinge, weil alles kann ich ja nicht überhören. Sonst müsste ich ja einen Ton ausschalten und Gesprächsblasen ausschalten und dann, ne, das müsste ich halt machen, dann würde ich ja gar nichts mitbekommen. Was ich halt so ein bisschen mitbekommen habe, dass halt es gibt halt Inhalte aus bestimmten Raids, die halt auch in bestimmten Episoden nochmal auftauchen. Ich sage jetzt mal bewusst nicht welche, weil sonst können vielleicht Leute schon Rückschlüsse ziehen, was ich jetzt meine. Es wäre gerade ein bisschen schade, weil vielleicht will ja jemand das mit mir erleben und hat das selber alles noch gar nicht gespielt. Und deswegen glaube ich, dass halt gerade der dritte und der vierte Wing halt ganz interessant sein können. Jetzt weiß ich nicht, was ihr sagt. Ist das schlimm, wenn ich das erst nach der Episode mache? Oder sollte ich das versuchen, da zu machen, wo es reinpasst? Ich kann es auch nicht genau sagen, was reinpasst. Oder sagt er, ja, das ist überhaupt nicht wichtig. Da würde mich mal eure Meinung interessieren, weil ich kann vielleicht, wenn ich Glück habe, am Montag habe ich vielleicht wieder gute Raids, wo ich das dann aufnehmen kann. Aber ich laufe halt auch sehr viel übers LFG. Das heißt, vielleicht wäre es ganz gut, das zu machen, wenn ich das mit einer meiner festen Gruppen laufen kann, wo aber momentan ein paar im Urlaub sind, also gut, weil da die Raids angenehmer sind.
Deswegen weiß es da gerade nicht so ganz. Dann habe ich vielleicht mal einen Fight, der nicht ganz so geil läuft. Wenn ich da tot zum Beispiel rumliegen würde, ist es auch blöd, das aufzunehmen. Deswegen kann es alles ein bisschen Zeit brauchen. Deswegen kann ich versprechen, ob ich das so aufnehmen kann, dass es zwischen den Episoden reinpasst. Zeit muss ich auch noch haben, Bock muss ich auch noch haben und so weiter und so fort. Ja, da könnt ihr mir mal gerne eure Meinung dazu sagen, was ihr davon haltet. Und ich glaube, ich würde mich hier dann aber auch schon verabschieden. Ich werde versuchen, die nächste Folge vielleicht wieder ein bisschen länger zu machen. Wir haben jetzt nicht ganz so viel heute gehört. Aber auf alle Fälle wissen wir, dass wir hier auf der Map jetzt angekommen sind, dass der Blutstein dort wohl explodiert ist oder implodiert, weil er hat sich dann ja wieder zusammengezogen. Dass wir hier auf einer sehr zerstörten Map dadurch jetzt sind. Sehr viel von diesem Blutstein und eben auch der weiße Mantel. Und irgendwas scheint hier komisch zu sein. Die weißen Mantelmenschen scheinen hier sehr komisch zu sein. Also da bin ich schon mal sehr gespannt, was wir dann nächste Folge erleben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal.